Grüß euch, setzt euch, herzlich willkommen zurück zu Extreme Biker, eine neue Folge. Wir fahren Schneesturm auf customized Leistungszeug, weiß schon, und keine Ahnung. Ja, lauter genau. Dippen dabei. Lauter Dippen, ja. Muss ich zustimmen. Und die zwei Mongos da, gell? Geh weg, du! So. Rum. Statistik habt ihr am Anfang gesehen, dann wisst ihr ja schon mal, wow, wie steht. Geh bloß weg, du. Wow, scheiße. Eine sehr glatte Strecke auf jeden Fall. Jo. Da war doch noch gar nichts geklärt. Ich war schon ein bisschen außen. Wow, ich kann sie nicht mehr. Oh. Jetzt dreh halt, was macht der? Weiß ich auch nicht. Der fährt da einfach das Ding hoch. Hast du überhaupt die Tuning-Einstellung schon gemacht? Okay. Eingestellt? Müsste ja eigentlich noch gehabt. Wo spawnt man denn da? Ich weiß es nämlich nicht, weil nachdem das Spiel abgeschmiert ist, in der letzten Folge, müssten die Tuning-Einstellungen zurückgesetzt sein. Oh Gott. Echt auch, Mann. Kann es sein, dass wir auf 4 Fragezeichen fahren, also alles voll? Wenn dann 250. Nee, das ist kein 250, so wie du die wenden kannst, nicht möglich. Das sind 4 Fragezeichen. Das? Eigentlich schon, ja. Sind's. Wieso macht ihr 4 Fragezeichen? Weil vorher war's. Du Wichser! Zähl ich was raus! Was machst du denn da draußen? Ja, ich. Komm, ja, weil du mich hast mich gehindert, dass ich lenken kann. Was habe ich denn gemacht? Wir haben mich berührt, dann konnte ich nicht um die Kurve. Bin dann ein bisschen in die Luft und dann. Was laberst du? Raus in die Prärie. Hey, wir sind alle auf einem Fleck. In der zweiten Runde, sowas ist selten. Warum musst du sowas machen? Das sah geil aus. Weißt du, nimm doch einen Baum mit als Leitplanke. Wenn ich sowas mache, dann fliege ich weg. Das sind definitiv 4 Fragezeichen. Ja. Ja. Aber lustig. Dann müssen wir das gleich mal umtauschen. Es war definitiv Mahoni. Ja. Nein. Ich möchte gern an dir sehen, so groß wie das Holzsee. Hey, du Wichser! Hast du jetzt verdient, also da kann ich nichts dafür. Seid ihr immer noch hinter mir, verpisst euch. Yo! So, was soll denn das? Ja, das Knie juckt wie Hölle gerade, ich muss lenken. Bring mich nicht zum Lachen. Ich bin viel zu weit. Jetzt nein! Du Arsch! Du bist so blöd. Das? Kannst du nicht einfach mal lenken oder so? Ja, ich hab ja gelenkt. Ja, in die falsche Richtung. Nein. Doch. Ich muss ja nach innen. Du Arsch, ja, ich fährst mich einfach gegen das Geländer, also gegen das Gestell, zum Glück hast mich nicht zerlegt. In der Tat. In der Tat? Oh, jetzt müssen wir uns aber rein, dass wir den Toni kriegen. Ja. Fährst du denn hin? Ich fahr die Strecke effizient. Du meinst abkürzen. So kann man es auch nennen. Mm, Alter, ja. Fliege ich immer raus. Alter, wieder abkürzt. Oh, Toni jetzt rausgehauen. Sehr gut. Kann man wieder ein bisschen aufholen. Jawohl, da ist er! Da ist er wieder. Ja, das ist er. Ey, jetzt hau ich mal nicht raus, du! Was soll der Scheiß? Ja, ich mach dir das mal mit, Powerslide, da. Nein! Da nehme ich nicht. Da nehme ich die einzige Kurve, die ich nie mit Powerslide nehme. Ich war mal nur zu schnell. Vier! Noch 4 Runden, ja. Sofern es eingestellt ist. Jawohl, gewonnen! Nee, doch nicht. Ja, das habe ich eingestellt. Sir, sie fliegt entschieden zu weit. Wieder du Wichser! Hätte ich fast die Kurve nicht gekriegt. Dass ich gerettet hat. Unmöglich, der Typ. Wie ausfallend der immer ist, gell? Ja, ist doch wahr. Also, wenn er mich so voll wegfickt in der Luft. Also. Aber sicher. Aber ganz sicher. Doch, Mensch, du. Das geht ja mal ja nicht. Das ist ja mal unsportlich. Du verfickst ein Rot heute. Kann mäßig, saumäßig lang dauern, bis wir das Vieh. Die Rinder zusammen wieder getrieben haben. Ja, ist er raus! Wohin gehört? Wichser. Der Hund. Blinke raus, rechts ran. Rechts blinken, links überholen. Was? Yo. Klassiker. Nee, links blinken, rechts überholen, noch viel besser. Schnellste Runde! Ja. Links blinken und einparken. Scheiß. Rechter Scheiß war das jetzt. Da ist er! Ups! Erwischt, Alter. Wow, hat's Tommy etwas weiter rausgehauen? Nö, ich hab eigentlich gar nichts geändert. Ja, stimmt, du bist immer noch Letzter. So eine Scheiße. Bessere Zeit. Ja, toll. Ja, endlich mal Rocky Mountains wieder. Die war eigentlich eine gute Strecke. Da sind ein paar geile Strecken dabei. Jetzt haben wir wieder nicht umgestellt. Dieser Schneesturm war auch nicht schlecht. Was ist überhaupt 4 Fragezeichen? Was weiß ich denn? Das werden wir jetzt gleich sehen. 5 Fragezeichen, ja, so siehst du auch aus. Vollgas! Mussten wir den Start eigentlich? Nee, ich weiß nicht. 4 Fragezeichen sind es aber auch nicht. Nee, sonst hätten wir den Sprung. Das sind 4 Fragezeichen. Nee, nie. Da wärst du hochgekommen. Ja. Ja, was denn dann? Was anderes? 3 Fragezeichen. 5, 7, 20. Aber nicht die, oder? Nein. Bist du behindert, ey. Wahnsinn.
Ja, ich weiß nicht, obwohl von der Beschleunigung her alles passt es. Natürlich passt es. Das ist Vollgas. Ja, das ist Vollgas. Aber das geht doch nicht. Vollgas. Hui. Ich glaube, sind die Pfeile so großzügig, dass man ein bisschen von der Strecke abkommen kann. Und wie das Fragezeichen. Ja, jeder weg. Also von der Flugweite, von der Fluchweite. Fluchweite, kein grünzig fix! Auf jeden Fall. Ja. Tommy, du bist ja ganz hinten. Wie hat er denn das gemacht? Genau! Wie hat er das kommt er denn da so schnell hoch? König ist man ja nicht ohne Grund. Ja, aber man kommt. Hier fährt man aber nicht schneller als 120. Was? So hä? Was? Oh oh. Uhu! Schön geschafft. Schön geschafft. Coole lila UFO. Gas. Sind wir im Area 51? Nee, 53 steht in der Beschreibung. Ha! Soll das jetzt ein Witz sein? Ja! Find ich jetzt aber nicht lustig. Jetzt mach ich wieder so lange Tricks, bis mich hinhaut. Sehr gut. Fällt mir. Guter Boa. Blöde Frage, ich kenne die Rocky Mountains doch eigentlich immer nur im Schneegebiet. Die sind groß, die umfassen alles, die sind riesig. Die gehen von Norden bis Süden in Nordamerika. Ja, das weiß ich. Ich hab bloß nicht gedacht, dass es so weit geht. Das sind sie eh nicht, außer den Metten. Was ist? Das sind sie außerdem eh nicht. Was sind sie? Die Rocky Mountains. Nein. Nee, das ist animiert. Haha. Dreidimensioniert ist das. Ja, genau. So nennt man das. Schneller ja. Geht. Wenn ich dich nicht hätte. Mhm. Stimmt tatsächlich, der fährt eine 120. Ja, sag ich doch. Ja. Das muss irgendwas anderes. Ist es vielleicht. Nee. Fahrwerkfehler die 500er sind es aber auch nicht. Dafür nee, hast du weil dafür hast du viel zu schnell Leistung, kannst dich viel zu schnell drehen. Also Leistung ist auf jeden Fall über 50. Oder ist vielleicht doch das Tuning? Nein, da hättest du viel weniger Beschleunigung. Seit solche der Lappen anzieht, Alter. Der sieht viel krasser als letztes Mal aus. Ja, so schnell zieht er nämlich gar nicht. Oh ja, aber schon mindestens das Doppelte vom letzten. Ja, war mal auf Supercross unterwegs. Ja, mit Fragezeichen kriegst du doch den Start am Anfang schon. Ja, eben. Besser als so jetzt. Ja, und du kannst hier schnell genug fahren, um das Mittelstück zu überspringen. Über alles auf 70 oder so. Vielleicht von den letzten Tunen einstellen. Nee, wir hatten ja vorhin. Ja, die ganz letzte Tuning-Einstellung, dass ja, die vielleicht da ist. Speichert er die Einstellung auf Tuning, aber die Tuning-Einstellung nicht? Nee, die ganz letzte. Von irgendeinem Marathon. Ja, nee, ich meine, warum speichert er die Einstellung, dass Tuning gefahren wird, aber nicht die Werte? Das wird Schwachsinn. Achso, ja, das weiß ich nicht. Ja, was soll denn das? Jetzt häng ich da wieder. Wieso das denn? Nein. Sehr schön, das Feld ist ausgedüngt. Das habe ich in der Tasche. Eine große Tasche. Jetzt warten. Jo. Das will ich auch kennen. Ich auch. Das kratzt überall. Der Dombi sitzt nämlich neben mir. Achso. Vorher hatte ich noch. Vorher hatte ich keine Flügel. Verstehst du? Nee, keine Ahnung. Worauf du zahlst. Keine Ahnung. Pferde oder was? Mhm. Ach nee. Bist du Solomist oder was? Nein. Was hat das da mit Pferden zu tun? Ich check das. Checkst das? Oh, nicht. Dann schafft den Sprung nicht. Jucken, lenken! Oh. Also von der Leistung her, die Leistung ist sehr gut. Man kann fast 10 Kilometer drauf fahren. Das ist sehr, sehr gut. Das ist aber nicht sonderlich realistisch, ne? Okay. Was wir so angemerkt haben. Das ist überall gesvollt, der ist zu schwer. Ja, krass, gell? Das ist eine hundertprozentig realistische Motorradsimulation. 1:1. Real life. Achso. Ja, das macht irgendein Depp wirklich für dich. Das spawnt dann auch mal. Achso, Live-Kamera. Ja, Bodycam. Mit GoPro. Von GoPro gefeatured. Hashtag Schleichwerbung. Nein, das ist ja nicht Schleichwerbung, sondern das ist Sponsoring. Das ist was anderes. Sag mal, jetzt sponsert. Ein bisschen, ja, aber ich hab ein bisschen Scheiße gebaut. Aber ich hab die Bestzeit. Doch, ja. Ich hab die Bestzeit. Ja, genau, oder? Hey, super, man sieht Grab, jawohl. Jetzt lenk halt, was soll das? Halt. Cakes. Nein, diesmal nicht. Ich kenne die Tricks. Jawohl, Bestzeit.
Ja, nee, nee, top ich nicht. Da kann ich jetzt mit Vollgas drüber heizen. Bumm, nicht geschafft. Hä? Doch. 1,19. Da ist eine Dummy irgendwo. Ich fahr Autobahn. Fast erwischt, fast erwischt. Mal testen, wie schnell der geht. 100, ja, schau mal. Mein Ding wird gar nicht mehr angezeigt. Ah, scheiße. Jetzt kann man doch nach Gefühl machen, oder? Nee, kann man nicht. Das sind ungefähr 120. So war das ja früher mit dem, Geschwindigkeitsübertretung. Da durften die Anwohner schätzen, wie schnell die Leute waren. Das ist in Österreich immer noch so. 200. Mindestens. Das haben wir immer noch nicht geschaut, was für ein Tuning-Einstellung das ist. Und wie schnell sind sie gefahren? Das. Vollgas. Vollgas. Vollgas, aber ich hab einen VW Käfer. Da geht nicht so schnell. Sind mit 120 Gebietsworten. Da. Ja, scheiße. 200 Punkte, jawoll. Ist ja auch geil. Alter, sind mit 120 Gebietsworten. Ey, Junge, ich hab einen Traktor. Geht ja gar nicht. Ja, ich bin auf Vollgas. Biosprit, ich sag's dir. Biosprit. E10. Oh, ist der. Das war klar. 6-2. Spiritus. In einem Sprung. Sancti Armin. Spiritus? Kommst du über das Ding oben gescheit rüber? Nein. Ja, man kann es keine Pfeffer. Ja, du kannst doch nur 119 fahren. Auch nicht. Du fährst doch nur 119. 120. Ich hab nur 119. Ist doch knapp. Joho! Tankst du nicht mit Biogas? Stehst du nicht mit Gas? Nein. Als dezenter Hinweis. So, unterm Sitz ist so ein Ding eingebaut, oder? Ja. Der das aufsammelt. Yeah. Ja, genau. So ein Ansauger. Ach, geh, leck mich am Arsch. Drum macht der Saugmotor. Boah. Nicht lustig. Behindert. Hallo. Ja. Also den Weg, den man sonst immer fährt, kann man ja nicht vergessen, weil man fährt ja nicht auf Ding. Da kann man ruhig mal ein bisschen anders fahren. Geht schon, du kannst zwar rückwärts halt bis da hoch drehen. Ja, das kannst du auch woanders. Mit Stellen, da geht's besser. 13,6. Aber sicher. 14,2. Was? Echt? Toni? 11. Lappenhaft. Richtig. Der dreht's auch schnell. So, wie gut wird der Sprung? Ach, gäh. Oh, 6,3 in einem Sprung. Wie viel? 6,3. Schlamm's ja. Doppelsalto, Dreifahrensalto, ein Titanic und ein Cliffhanger. Doppelsalto, Titanic 2,5. Was soll denn das? Spaß machen. Ein Pferd. Was soll denn das? Ich wollte keinen Sleeper. Du und kein Sleeper. Ja, das gibt's das ja gar nicht. Richtige. Das sagt der Richtige. Tony macht mittlerweile auch Superman Sleeper. Mach nie Sleeper. Bring. Da ist er. Ach, ja, den mach ich jetzt auch wirklich nie mehr, Alter. Ey, wieso hast du den hingehauen? Alter, oh, Scheiße. Gut, kann man eigentlich da springen? Hui. Oh, nee. Oh, gar nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Scheiß Sleeper da, Alter. Ein ja, Scheiß. Das war klar. Dann 32. Dreht er wieder nicht scheit. Ich bin so letzter, Alter. Domi? Ja. Oh, der hat's hingehauen. Ich krieg keine Punkte. Wie viel hast du? Weniger als das. Hast du nicht. 33. Ja. Wir haben nicht mal zusammen und so viel wie er. Es wird von. Das ist eine Frechheit, weißt du? Dreht mal richtig auf, ey. Richtig. Hier gucken sie 61,3. Dummlaufen. Was? Das ist doch nicht 3 Beschleunigung, was laberst du? Doch, das sind sogar unsere Einstellungen. Das ist die Leistung. Okay. Ihr seid Tappenheimer. Dann. So. Genau, bis nächstes Mal. Adios. Tschüss. Tschüss.